Herzlich willkommen zu einem wahren Trinkabenteuer. Es geht um einen neuen Drink. Also neu ist jetzt ein bisschen übertrieben, denn er war extrem erfolgreich in diesem Sommer, seit Frühjahr im Le Lion. Vielleicht gilt das dennoch als neu. Er kommt aus den meisterhaften Händen von Svetlana Holz, unserer Barmanagerin in der Le Lion Bar. Und das finde ich ja mal am schönsten an Drinks. Die Gäste haben entschieden. Und der ist gut. Und der wurde sehr viel getrunken. Wir hatten Svetlana hat sich dieses Jahr selber Konkurrenz gemacht, denn das werde ich noch an anderer Stelle nochmal erwähnen. Sie hat auch einen sehr interessanten Drink mit Cachaça und frischer Wassermelone gemacht. Der kommt auch noch. Deswegen hat sie sozusagen gleich zwei Bestseller ins Le Lion-Rennen geschickt. Aber auch die Margarete hat wirklich viele unserer Gäste begeistert. Was mich sehr freut, aus zwei Gründen, denn ich freue mich immer, wenn sozusagen ein Drink einfach sozusagen durch Gäste nach vorne geholt wird, weil die ihn einfach mega geil finden und immer wieder bestellen. Und zum anderen freut es mich, weil sie einen Drink kreiert hat mit Quattro Nuovo. Warum diese Freude hier so zu nahezu Opernarien mich verleiten lässt, hat damit zu tun, dass das ein Produkt ist, was ich mitentwickelt habe. Zusammen mit Dwersteg, ich glaube, ich habe das schon öfter gesagt, der Kaderschmiede für Organic Spirits. Und damit bin ich natürlich absolut befangen, denn ich habe ja hier sozusagen wirtschaftliche Interessen. Das ist ein Produkt, was ich mit denen mitentwickelt habe. Quattro Nuovo, daran haben Monika, Ludger und ich eine Zeit lang geschraubt. Es ist tatsächlich dann erst in diesem Frühjahr rausgekommen. Irgendwas war mit Corona. Auf jeden Fall war es eigentlich gerade falsch für einen Corona-Sommer. Und es ist tatsächlich eigentlich ein sehr sommerlicher Drink. Es ist ein Aperitivo. Es heißt ja auch Quattro Nuovo Rhabarber Aperitif Organic. Es ist quasi sozusagen der Aperol für Erwachsene. Wir wollten was in dieser Richtung machen. Also es geht gar nicht um Aperol. Das ist natürlich jetzt Quatsch. Das war jetzt so ein Gag, weil Aperol ja auch so bekannt ist für Rhabarber. Hier ist tatsächlich Rhabarbern-Muttersaft drin. Es gibt einen sehr feinen Rhabarberton. Also die Idee war, wir haben lange überlegt, machen wir eine Art Wermut, was können wir für ein Aperitif machen, und sind nach vielen Überlegungen und Experimenten tatsächlich dazu übergegangen zu sagen, nein, wir machen es anders, wir nehmen Weizenfeindestillat, Bio-Qualität natürlich, weil das kann Dwersteg am besten und macht es auch nur Bio-Spirituosen, und haben das dann genommen und haben Monika ist die Meisterin der Mazerate und sie hat verschiedene primär deutsche Botanicals Kräuter genommen, aber nicht destilliert, sondern mazeriert. Ich glaube, sowas wie Glückaufkraut oder so, sind sehr schräge Sachen drin. Und haben wir das genommen und verschnitten, geblendet, diese verschiedenen Mazerate, und dann verschnitten mit Rhabarber-Muttersaft, also gutem, natürlichem, frischem Rhabarbersaft, und haben damit Quattro Nuovo kreiert, 18% Volumenprozent Alkohol. Schmeckt, finde ich, toll auf Eis, schmeckt toll mit einem Schuss Soda, schmeckt toll mit einem Schuss Tonic. Machen wir auch sicherlich auch nochmal hier. Tolle Art Spritzes mit servieren. Machen wir auch im Boilermint, glaube ich, mittlerweile. Hat einen herben Ton, ist bitter, ist wirklich so ein erwachsener Aperitifgeschmack. Ist jetzt nicht so irgendwie ganz gefällig gemacht, bewusst nicht, also nicht erschrecken, es ist jetzt nicht ohne Ende bitter, es ist einfach ein angenehmer Bitterton. Also ich finde, es ist nicht so einfach nur Frucht oder so, sondern so eine schöne Balance, wie sich das für einen guten Aperitif gehört. Und ich habe diese Flaschen runtergegeben in die Bar, und wie gesagt, wir haben sicherlich viele Tonics, auch im Boilermann auf der Karte, einfach Quattro Nuovo mit Tonic, und es funktioniert extrem gut mit Thomas Henry 3 Tonic. Das Trockene von Thomas Henry funktioniert hier extrem gut. Und ich habe es in die Bar gegeben und war dann natürlich immer sehr erfreut, als Svetlana mir einen Drink serviert und sagte, hier, probier mal. Ich sage, boah, geil, was ist das denn? Und sie dann sagte, ja, das ist mein neuer Drink, Margarete, machen wir mit Quattro Nuovo. Bam. Aber genug Eigenwerbung, wobei ist ja alles Eigenwerbung hier. Kaufen Sie bei trinkabenteuer.de. Und jetzt geht es, was mich natürlich auch gefreut hat, ist, dass Svetlana gesagt hat, natürlich 7cl Quattro Nuovo. Viel richtig gemacht. Duck, 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 duck.
kleine 7 Liebe. So, Cuadro Nuevo. Dann kommt Zitronensaft ins Spiel. 2,5 Cl. Agavendicksaft. Auch natürlich in Bio-Qualität hier von Karin Lang aus Bremen, Agave. Habe ich mal besucht, ist echt cool, was die machen. Die machen irgendwie... Agavendicksaft ist ja immer so ein bisschen widerspenstig. Jetzt muss man natürlich zusehen, dass man hier auch alles reinkriegt, weil es ein bisschen dickflüssiger ist. Deswegen heißt er auch Agavendicksaftmeier. Ja, habe ich schon verstanden. So, so weit, so gut. Quasi ein Cuadro Nuevo Sour, der auch gut funktioniert. Mit Agavendicksaft muss man schön auflösen. Hier ein bisschen einrühren. Könnte man jetzt schon probieren. Ist schon toll. Also, wenn ihr ein Cuadro Nuevo kennt, diese ganz elegante Rhabarbernote mit so einem und. Aber dann hat sie etwas gemacht. Sonst wäre es ja ein bisschen langweilig. Sie hat vom Demeter, also wir sind hier sehr im Organic-Bereich, Demeter Bauernhof Wegun, wie spreche ich das aus? Also W-E-G-G-U-N, hat sie ein Himbeer-Rhabarber-Gelee genommen mit 68% Frucht. Was steht noch so? Fair und regional. Dieses handwerkliche Produkt wird am Hof liebevoll hergestellt mit Früchten, die von uns selbst angebaut wurden. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Zutaten, Rhabarbersaft, na gut, da wieder, das finde ich gut. Himbeersaft, Zitronensaft, okay. Ich bin gespannt. Also das ist die Magie in dem Drink. Wenn man sie dann aufkriegt. Die Magie. Hartes Zeug. So, warte mal. Ich mache hier mal mein Löffelchen ein bisschen trocken. So, einen guten Barlöffel da rein. Ich glaube, das war ein bisschen, gefühlt würde ich sagen, ein bisschen zu wenig. Also, das ist auch ein kleiner Löffel. Feinste Demeter-Qualität für die Margarete. So sieht es nämlich aus. Jetzt kommt natürlich nochmal so ein bisschen extra ins Spiel. Wir bräuchten ein wenig Eis. Zufällig da. Einen Shaker. Was steht drauf? Naranja. So. Und was mich auch gefreut hat, dass wir es gleich sozusagen, wahrscheinlich ist das irgendwie hängen geblieben bei dem Barteam, dass ich immer gesagt habe, ich mache so Margarita nicht so gern mit Salz dran und so. Wir servieren das mit so einem halben Salzrand. Also die haben auf die einen Seite des Gläschens haben die Salzrand gemacht und auf der anderen Seite ist keiner. Dann kann der Gast sich aussuchen, wie er das trinken möchte. Das finde ich natürlich mal eine ganz charmante Lösung. Man müsste dann natürlich nur aufpassen, dass der Drink nicht so voll wird. Passt aber, dass er sozusagen an den Salzrand kommen würde, weil dann hätte man ja keine Wahl mehr. So. Svetlana, geiler Drink. Jetzt probiere ich mal mit Salz. Ich glaube, es ist mit Salz tatsächlich hier gut. Weil, das ist dann, ich glaube, es funktioniert gut. Muss man mit Salz trinken. Das ist geiler. Auch ich lerne dazu. Margarita mag ich nicht so gern mit Salzrand. Margarete mag ich
anscheinend gerne mit Salzwand. Und wenn man jetzt sich den Alkoholgehalt, gut, wir haben 7 CL genommen, aber von einer 18 Volumenprozent Organic Aperitif, das darf man noch Spirituose, wo ist die Grenze? 18, 20, weiß ich nicht. Auf jeden Fall von einem kleinen organischen Aperitif-Lupfer. Das heißt, es ist eigentlich eher auch ein sehr leichter Drink. Sommerlich, was natürlich Anfang November eine großartige Idee ist, das mal auszuprobieren. Aber es ist ein toller Drink. Margarete, tatsächlich, das sind natürlich so Drinks, die leben von so einer Produktgenauigkeit. Ich befürchte wirklich, dass man dann das Himbeer-Rhabarber-Gelee vom Bauernhof Vegun nehmen sollte für den gleichen Effekt. Ist wahrscheinlich ähnlich wie der Breakfast Martini von Salvatore Calabrese, wo man auch, wenn man das Original haben möchte, diese eine spezielle Marmelade mit den komischen Orangenstücken, das ist, glaube ich, finden muss. Das ist dann die Aufgabe. Ich glaube, sie hat es in irgendeinem Bioladen. Also wird es, glaube ich, öfter geben. So klein ist es nicht. Toller Drink. Oder, wie gesagt, wenn man schon eine Flasche Quattro Nuevo nimmt, wirklich toller Aperitif, einfach auf Eis, Schuss Soda, Tonic, ist jetzt hier einerseits die simple Nummer, gefällt aber auch gut. Also, wer einen tollen Aperitif sucht, Quattro Nuevo, schwere Eigenwerbung, weil ich habe ihn mitentwickelt, aber gerade aus diesem Grund, weil wir was gesucht haben, was so ein bisschen, also was einerseits diese Frucht hat, aber auch so eine Herbheit, so eine Erfahrenheit fürs Trinken, was nicht einfach nur Frucht oder Wein ist. Ist ja gar keine Weinbasis, haben wir uns dagegen entschieden. Mir gefällt es sehr gut. Klar, sonst hätten wir es ja auf den Markt gebracht. Tschüss. Good job, Frau Holz. Bis zum nächsten Trinkabenteuer.